von der Tür weg. Jimmy? Mach schon mal auf! Schon gut, schon gut. Jetzt alle sofort dich. Von dieser Tür weg. Jimmy, was soll denn das? Geh weg, das gilt. Was ist? Willst du mich erschießen? Wir waren mal Freunde, Alter. Ja, das waren wir. So ist das also. Verstehe. Jim, das kannst du nicht machen. Dafür ist es zu spät, Mouth. Wieso bin ich noch hier? Hey Mann, lass uns gehen. Das mit dem Fettarsch vorhin war nur ein Scherz. Dafür ist es jetzt etwas zu spät. Was ist mit dir, du Held? Hast du Angst? Ja, ich hab Angst. Gut, willkommen in meiner Welt. Okay. Also gut, machen das so. Du wirst eine Linie in die Mitte des Raums kleben. Na los! Warum machst du das? Du bist Abby Brown, stimmt's? Weißt du, wie ich heiße? Jim. Mein voller Name. Komm schon. Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Der Typ aus der Zeitkapsel. Jimmy Edwards. Du bist Jimmy Edwards. Ein sehr netter Kerl. Und du bist besser als das hier. Haltet die Klappe, und zwar alle. Haltet die Klappe und setzt euch hin. Jimmy, 7 Geiseln im Nachhilfecenter, so einer bist du doch nicht. Was machst du da? Was hast du in der Hand? Was machst du da hinterm Rücken? Hör auf, die Knarre auf sie zu richten. Das ist nur mein Telefon, okay? Gib es mir, wirf's her! Oh, Haley. Ich konnte dich echt gut leiden. Hallo, Notrufzentrale? Es sieht so aus. Wenn sich irgendjemand auch nur ansatzweise dieser Schule nähert, fangen wir an, Schüler zu erschießen. Haben Sie gehört? Wenn Sie hier reinkommen, sind Ihre Kinder tot. Okay, ich will jetzt die Handys von euch. Na los! Auch du, Missy Pfefferspray, schieb es her. Den Baseballschläger auch. Komm schon! Wo ist dein Telefon, Scott? Ich hab's nicht dabei. Durchsuch mich, wenn du willst. Jetzt klipp die Linie.